Hallo Fuchs. Ja, jetzt wundert ihr euch, dass ich hier rede, aber Onkel Johnny hat einen kleinen Grillwämser nachgelegt. Ja, deswegen kann er nicht, weil wir gerade hier am Vertonen sind. Der ist nämlich Papa geworden. So, deswegen müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Also abschalten, wenn ihr Angst habt oder es nicht könnt. So, Öl am Anfang hier rein in der Pfanne. Wir machen nämlich hier Königsberger Klopse. Dann ein bisschen Bacon rein, also ein bisschen gewürfelte Schinkenwürfel. Ja, ein bisschen anrösten, also ganz leicht. Ja. Nicht so starke Temperaturen, dass es so zu dunkel wird. Die Zwiebeln hinterher. Ja, und den ganzen Spaß dann irgendwie so ein bisschen da, ja, mit Medium Heat anschmurbeln. Ja, wenn das so aussieht, ist es schon eigentlich stark, aber das reicht vollkommen aus. Das kennt ihr vielleicht schon so aus den Serviettenknödeln folgen. Beim Pulletsauerbraten, wo wir es mal gemacht haben. Das ist das ähnliche Prinzip, ne? Also nur leicht anschwitzen, Geschmack mitnehmen und fertig. So, da seht ihr den Meister schon himself. Hier haben wir ein Kilogramm gemischtes Hack. Da haben wir zwei Brötchen eingeweicht, dann das nachher ausgedrückt. Kapern klein gehackt, so eine halbe Packung. Ihr seht hier Speck und Zwiebeln, Eier, Salz, Pfeffer und irgendein Senf, den ihr mögt. So, das vermengen wir jetzt erstmal alles zusammen. Na, wichtig, dass das irgendwie vorher ausdruckt. Also das darf nicht irgendwie zu flüssig sein, weil dann hat es keine Bindung. Und jetzt nehmen wir hier so ein. Naja, geht's noch? Ach, schafft man doch vielleicht noch. So ungefähr so ein Esslöffel davon, dann die Eier dazu. Alles für die Bindung. Ja. Bisschen Salz, kann man nachher noch ein bisschen nachschmecken. Man kann das auch probieren, das ist nicht so schlimm, das bringt euch nicht um. Das ist quasi wie Mad Eagle, nur in anders. Pfeffer und anschließend noch eine Runde Senf dazu, wenn wir mit der Pfefferzelebration fertig sind. So, ein Teelöffel, vielleicht noch einen zweiten, wie ihr mögt, ne? Es ist euch überlassen. Und dann einfach hier ganz entspannt durchmengen. Ja, Spaß für die ganze Familie und für die ganze Hand. Wenn das dann so aussieht, dann sind wir eigentlich schon stark klar, ne? Also, alles gut vermengt. Man hat es vorher abgeschmeckt, ein paar Fäuste rein. Kann nicht schaden. Ne? Haben wir ja gelernt hier in der Schule bei Onkel Johnny. Und dann nehmen wir uns so kleine Kugeln. Das sollte so, ja, also nicht Frikadellenstärke machen, ne? So ein bisschen kleiner. Ja, ungefähr so. Ja, und dann die rollen und dann packen wir sie das mal hin. Wichtig ist dabei, die könnt ihr natürlich auch kalt stellen nachher noch, weil die haben natürlich jetzt auch höhere Zimmertemperatur und dann nochmal nachjustieren bzw. nachrollen. Dann kriegt ihr sie nochmal ein bisschen runder und die halten noch besser zusammen. Also ruhig kurz im Kühlschrank packen, ne, damit die nicht so ausfransen und danach vielleicht euch in den Sud zerbrechen. So, einmal Kohle rein. Weil wir brauchen natürlich jetzt erstmal nicht alles davon. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen, ja, Hitze von unten. Ja, wir wollen das ja, wir machen so einen Schmorsud dafür, weil Königsberger Klopse ist ja traditionell in Wasser mit Gewürzen geschmort. Also nicht angebraten, sondern einfach nur in so einem Fond gegart. So. Aber wichtig ist erstmal Salz rein, weil, ne, Wasser schmeckt nach richtig Wasser. Im Endeffekt müsst ihr das selber abschmecken, wie ihr es wollt. Hier Lauerblätter, Zwiebeln rein. Das muss einmal richtig aufkochen. Hier haben wir noch ein paar Gewürze. Ich meine, das waren Pimentkörner. Und noch ein paar Pfefferbeeren und noch ein bisschen diese Chinosbeeren, die rosa Pfefferbeeren. Könnt ihr auch reinschmeißen, was ihr wollt. Ist euch selber überlassen. So, Deckel zu. Und den ganzen Spaß erstmal aufkochen lassen, weil wir müssen den Geschmack erstmal da reinkriegen. So, die Klopse nochmal gerollt. Ja, ein bisschen stehen lassen, dann machen wir den ganzen Spaß hier auf. Und ihr seht, es siedet. Ne? Das hat er, wir haben mal geguckt vorher, hat er einmal aufgekocht, aber es soll jetzt nicht kochen. Ne? Es soll einfach nur sieden, also so bei 80, 90 Grad. Das passt schon. Und dann packen wir die Jungs hier alle rein. Das senkt natürlich die Temperatur. Dann könnt ihr das wieder zumachen, den ganzen Spaß. Ne? Also, das ist nicht das Problem. Und dann aufpassen, dass es nicht irgendwie kocht, weil die können euch dann zerfallen. Jetzt Beilage. Rote Beete. Hier gehobelt mit Handschuhen. Also da, die lohnen sich da schon, wenn man nicht rote Patscherchen haben will. Ein bisschen Öl brauchen wir hier. Orangenminze war das, wenn ich mich recht entsinne.
Päckchen Schafskäse, das ist optional, muss man nicht nehmen, kann man machen. Ein bisschen geraspelte Birne, Zitrone, ja, die üblichen Verdächtigen, Salz, Pfeffer und ein bisschen Sugar für die Girls. Nachdem wir den ganzen Spaß so 2 Stunden ziehen lassen haben, können wir es hier anrichten. Na, wie ihr seht, farblich auf jeden Fall ein Gewinner des Abends. Und geschmacklich, naja, der Veggie würde neidisch werden, würde ich mal so sagen. So, na, dann nehmen wir uns mal so eine kleine Forke hier. Na, komm schon. Geht doch. So, kontrollieren der Klöße. Die braucht man nicht so lange drin lassen, wenn die jetzt oben schwimmen. Dann sind die eigentlich startklar. Ne? Ihr seht's, die haben natürlich nicht jetzt hier, wie man Frikadelle kennt, so schöne Röstaromen da dran. Nein, die sind gekocht. Die sehen halt so aus, wie sie aussehen. Aber sie schmecken ziemlich gut. Ist halt einfach nur was anderes. So. Nachdem Onkel Johnny jetzt erstmal alles hier raushebt, dann können wir zum nächsten Schritt kommen, weil diesen ganzen Sud und das Einkochen, das haben wir nicht umsonst gemacht. Daraus machen wir nämlich gleich noch eine Mehlschwitze. Die können wir jetzt nicht im Dutch machen. Ja, vorsichtig, könnte heiß sein. Und dann kippen wir das erstmal hier ab, damit wir die ganzen Sachen hier mit Pimentkörner und all so ein Zeug da nicht drin haben. Und nehmen das gleich hier zum Abbinden. Die können wir nicht im Dutch machen, um das nochmal aufzugreifen, weil Metallwerkzeugen im Dutch rumzuwerkeln ist nicht so gut für die Patina. Und auf der anderen Seite, der ist zu uneben, also beziehungsweise hat man keine glatte Fläche. Da ist das Mehl, was ich jetzt hier rein tue, seht ihr ja relativ schnell immer wieder glatt zu werden, dann immer ein bisschen Flüssigkeit. Das ist da nicht möglich darin zu machen, da hat man nachher so ein klumpiges Zeug. So, wir haben jetzt glaube ich so für 1,5, 1,2 Liter reingetan. Ihr könnt immer noch ein bisschen was davon aufbewahren, falls die Soße nachher nachdickt. Also man kann die immer noch wieder ein bisschen flüssiger machen, wie man will. Und wenn man dann also die Konsistenz hat, die man will, dann heißt es einfach, ja, hier, Bällchen schnappen, ne? Das steht ja daneben. Den ganzen Spaß wieder hier reintun. Ja, ein bisschen anrichten, dass man so halbwegs hinkriegt, dass so alle ungefähr bedeckt sind. Ja, sieht schon ganz fein aus, ne? Könnte man auch einfach mal so wegschnabulieren. Nicht zu verwechseln mit Frikadellen aus irgendeiner Fertigpackung, ne? Frisch gemacht, selbst gemacht. So, das Zeug hier drauf. Ja, ein bisschen andrücken, den Spiegel, und dann erhitzen wir den ganzen Spaß noch mal ganz kurz. Also ein bisschen Kohle drunter und oben drauf, damit wir noch ein bisschen auf Temperatur kommen, weil das dauert natürlich, so eine Mehlschwitze zu machen. Die ist ja nicht mal gerade einfach so aus der Hand geschüttelt. Ne? Also 10 Minuten, Viertelstunde noch ein bisschen Hitze ziehen lassen, damit es nicht auseinander geht. So, wenn wir das haben, dann haben wir hier den Dutchofen. Genau hier. Meine rechte Hand sagt hier. Und das sieht hier ziemlich gut aus. Ja, tada, Kinder. Ein wenig warm. Ein wenig angenehm. Und wenn ihr Kapern mögt und so eine Soße, das ist genau das Richtige. Wer es nicht mag, hat eh schon verloren. Wir nehmen mal so ein paar Bällchen. Man kann jetzt dazu noch ein paar Salzkartoffeln machen und wenn man will, auch rote Beete gekocht, da wäre mehr Salat. Das kommt ganz gut mit der Soße. Oh, da könnt ihr relativ entspannt Kreativität freien Lauf lassen. Schäppe davon ist immer gut, weil da ist der pure Geschmack drin. Ja, ein bisschen tropfen lassen hier. Ja. Onkel Johnny würde jetzt natürlich in einer gewissen Ekstase abgehen, aber das ist jetzt nicht meine Sache.
Aber wir lassen es einfach mal hier runterplänkeln. Ganz entspannt. So, robust wie immer. Schmeißen wir die rote Beete hin, ist ja Salat. Und dann Störtebäcker und die Königsberger Klöten. Aus der Stadt von Immanuel Kant und Käthe Kollwitz. Na, der mit der Vernunft war der Erstere. Anschneiden den Spaß. Ihr seht, durch. Nicht trocken, keine Sorge. Und ein bisschen Soße draufschmieren. Ja, macht er schon ganz gut. Und wenn man will, wenn man so ein bisschen Avantgarde ist, dann tut man sich hier noch ein bisschen von dem Salat drauf. Das ist dann schon die neue Kombination. Ja, und einer reicht ja nicht, wir können auf einem Bein nicht stehen. Reicht den nächsten. Ja, ihr seht, die Soße ist schön sämig. Ja, die perlt nicht. Und dann wieder ab in den Hals damit. Und der dritte auch noch. Wir haben ja kleine Bällchen, also normalerweise wird zwei gehen, aber heute gibt es mal drei Anschnitte. Extra für euch. So, Fuchs. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ihr kommt damit klar, dass Onkel Dude das heute mal machen musste. Denn jetzt kommen die Glückwünsche vom ganzen Team oder den Leuten, die gerade hier sind. Johnny, du Schwein, jetzt hast du noch Verstärkung bekommen. Mini Johnny. Johnny, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ja, vielleicht darf ich verraten, es ist auf jeden Fall ein Junge geworden und naja, Zorro ist es leider nicht geworden, sonst wäre ich auf jeden Fall für Zorro gewesen. Ja, herzlichen Glückwunsch zu dem Braten, den du heute noch aus dem Ofen gezogen hast, Johnny. Ja, ganz genau. Und auch vom Kameramann natürlich noch die besten Glückwünsche und keine Sorge, nächste Woche ist Johnny natürlich wieder wie gewohnt für alle zur Stelle. Oder, Dude? Das denke ich schon, Tim. Das denke ich nicht. Weggefootballt.